Herzlich willkommen zu Exogate Initiative. Dieses Spiel rotiert bei mir auf dem YouTube-Kanal täglich um 13 Uhr mit anderen Spielen. Ich wünsche dir bei der Folge von heute viel Spaß. Wir haben zwei Teams auf Einsatz geschickt. Hier tut sich auch gleich wieder was bei Team 1. In 3, 2, 1. Jetzt. Die haben ja hier diese Wurzel, die in den Wolken, bis in die Wolken wächst, gefunden. Team 1 an Basis. Wir haben das erste Plateau auf der riesigen Himmelswurzel erreicht. Es war nicht ganz leicht, hier hochzuklettern, aber wir haben es gut geschafft. Übrigens, ich glaube, hier wäre der perfekte Ort, um einen Steckling abzuschneiden. Soll ich? Wir könnten das jetzt machen. Wir könnten aber auch sagen, mich interessiert eher das Innere der Wurzel. Da haben wir eine 60-prozentige Chance. Ich sag einfach mal ja, aber vorsichtig. Oh, gescheitert. Sie hat aber trotzdem was. Geht klar, Exo. Alles tut, wie es soll. Mit Stabilitätsverlust und großer Höhe ist nicht zu rechnen. Okay, fertig. Sollen wir versuchen, das zweite Plateau zu erreichen? Ja, klettert höher. Oje, oje, was ist hier? Die haben bei der Psyche etwas verloren. Okay. Alles klar, bis dann, Exo. Bis dann, Team 1. So, die melden sich gleich wieder in ein paar Stunden. Und Team 2 ist 4 Tage unterwegs. Das machen wir alles, weil wir Forschungspunkte brauchen. da ist auch schon wieder Team 1. XO, die Aussicht vom zweiten Plateau ist sogar noch atemberaubender. Hier eine Probe zu nehmen, halte ich für zu riskant. Daher ruhen wir uns einfach eine Weile aus. Wir könnten ihr jetzt sagen, für eine 60-prozentige Chance, ihr könntet ein Spiel spielen. Ja, warum auch nicht? Die wollen sich ja sowieso ausruhen. Ihr könnt ein Spiel spielen. Fehlgeschlagen, na toll. Gute Idee. Keine Sorge, das Video geht gleich weiter. Alles, was ich hier für dich mache, ist, damit du vom Alltag etwas abschalten kannst. Wenn dir das gefällt, dann belohne mich doch mit einem Daumen nach oben oder einem Abo und betätige für dich die Glocke, damit du nichts verpasst. Und um hier das komplette Let's Play zu sehen, bekommst du jetzt eine Info oben in der Ecke. Idee! Und nur um sicher zu gehen, wir sollen anschließend weiter an der Wurzel hochklettern, richtig? Na, selbstverständlich. Das wollte ich hören. Wir klettern bis an die Spitze und melden uns dann. Okay. Die melden sich auch schon wieder gleich. Die sind richtig richtig fit. So. Dummer Versprecher. So, da ist Team 1 wieder. XO, wir haben die Spitze der Himmelswurzel erreicht. Sie endet in einem gigantischen Wirrwarr aus Sprossen und Stöcken und Härchen und Ranken. Hier haben wir jede Menge Material, das analysiert werden will. Und die Aussicht erst. Wir sind weit über den Wolken. Erinnert mich an Schwerelosigkeitstraining. Vergesst nicht, ein paar Urlaubsbilder zu schießen. Schon geschehen. Alle grinsen wie Honigkuchenpferde in jedem einzelnen Foto. Oh, und fast hätte ich es vergessen. Die Ergebnisse unserer Analysen sind da. Ich höre. Bei der Pflanze handelt es sich um eine Art Bohnenspezies, die sich an die hiesigen Gegebenheiten angepasst hat, indem sie ihre Wurzeln in den Himmel wachsen und dort Wassertröpfchen aufnehmen lässt. Warum graben, wenn man nach den Sternen greifen kann? Erstaunlich. Gute Arbeit, Team. Jetzt könnt ihr runterklettern und mit eurer Erkundung fortfahren. Was nun? Erkundung fortsetzen. So, ja, Team 1 meldet sich auch wieder in ein paar Stunden. Team 2 meldet sich oder kommt in 2 Tagen zurück. Jetzt haben wir auch ein paar Forschungspunkte.
Das heißt, wenn unser Team wieder zurück ist, jetzt zum Beispiel, jeder hat hier was mitgebracht. Jeder hat eine Probe mitgebracht. Sehr schön. Die haben aber irgendwas, irgendwelche Probleme. Ah, die wollen sich in die Diagnosekapsel legen. Wollt ihr nicht... Ihr stellt jetzt eure Proben hier hin. Warum bringt ihr die dann nicht erst weg? Was haben die denn für ein Problem? So, einmal abwarten. Was? Ja, das Team 2 ist auch zurück. Hat auch Proben mitgebracht. Na, ihr seid aber fleißig. Ja, die hat irgendwas. Was hat sie denn? Mein Gott. Sie hat Unterernährung. Und er hat Schlafmangel. Naja, okay. Das hat so auf Boden rumklettern. Vielleicht, ja, vielleicht hat es dann so an sich. Ah, unser Gehalt ist gekommen. Wir sind auch wieder im Plus. Aber bald wird das, wir haben nur noch 5 Monate, diesen Zusatzeinkommen vom Komitee. Das wird bald wegfallen. Und wenn wir jetzt mal sehen, was wir für Ausgaben, für Gehälter haben und was wir dann für Einnahmen nur von Patenten haben, da müssen wir noch ein paar, also wir müssen unbedingt Patente entwickeln, sonst sieht das ab 5 Monaten nicht mehr so gut für uns aus. So. Jetzt müssen wir aber als allererstes einmal, hier, die sind hier fleißig am analysieren, den Fitnessraum erforschen. So, hier finden Gator Trainingsmöglichkeiten, um ihre Fähigkeiten zu verbessern. So, da kümmert sich dann hoffentlich auch gleich einer drum. So, hier, Jessica, du stehst hier so rum. Magst du nicht forschen? Keine Aufgabe. Ja, hier, da, geh hin. Wir brauchen jemand, der unser Trainingsraum erforscht. Ja, guck mal, analysieren möchte sie das, aber dein Kollege schneller. Geh doch forschen, das macht auch Spaß. Nee, will sie nicht. Okay. Ab und zu, also wenn man hier so ein bisschen drückt, ist die Kamera schon sofort. Ich habe das auch schon ganz, ganz leicht eingestellt. Ich glaube, da müssen die Entwickler da noch ein bisschen dran schrauben. Weil manchmal springt das hier extrem und ich bin schon, versuche schon so vorsichtig wie möglich, das hier alles zu handhaben. Die unterhalten sich hier. Ja. Wie sieht es denn ansonsten aus? Ich würde mal sagen, den beiden weisen wir hier auch wieder ein Krankenbett zu, damit die so schnell wie möglich geheilt werden. So. War doch jetzt richtig, ne? Ja. So. Okay, wie sieht das mit dem Strom aus? Da ist eigentlich noch alles okay. Ach, hier hat sich jetzt jemand mit seiner Probe hier in der Hand. Hat er gar keine Zeit gehabt, die wegzupacken? Oder ist kein Platz mehr? Doch, Platz wäre noch. So, wir warten aber, bevor wir hier mit dem Patent weitermachen, bis die hier sämtliche Proben analysiert haben. So, bring mal die Probe da weg. So, sie forscht hier weiter. Mit dem Fitnessraum sind wir dann auch gleich soweit. Wir können ja schon mal schauen, wo wir den Fitnessraum hinstellen. Ich würde sagen, den packen wir mal hier hin. Da können wir ja schon mal den Baubots den Auftrag geben. So. Hier. Dann machen wir hier eine Tür hin. Und hier. So, die Forschung vom Fitnessraum ist abgeschlossen. Die sind hier noch am Analysieren. Gibt es noch? Nee, okay, die sind fertig. Dann können wir jetzt auch mal nach den Patenten gucken. So, Nahrungsquelle. Das ist, das sollten wir auf jeden Fall nehmen. Da packen wir dann 3 Theorien rein und Entwicklung beginnen. So.
weil das ist sehr beliebt in diesem Monat. So, hier bauen wir jetzt erstmal die Türen noch ein. Hier eine Tür rein. Moment, hier. Und hier. Und dann brauchen wir hier den Fitnessraum. Komm, bau mal den Fitnessraum bitte. Mach doch mal die Tür weg. So, Fitnessraum. Da. Dann sollen wir jetzt nach einem Soldaten suchen. Wir haben hier dann keine Zimmer mehr zur Verfügung. Da müssen wir hier auch noch mal schauen, dass wir noch eine Unterkunft bauen. Und ich würde dann auch sagen, wir nehmen dann am besten auch nicht nur einen Soldaten, sondern direkt zwei. So. Geben wir direkt mal in Auftrag, dass wir jetzt Soldaten suchen. Wir gehen hier mit den Rekrutierungskampagnenkosten etwas runter, dass wir drei Kampagnendauer, dann können wir bei der Kampagnendauer auch noch ein bisschen runtergehen. Drei Soldaten reichen uns aus für die Auswahl. Zwei nehmen wir von den dreien. So. Kampagne starten. So, hier können wir unsere ersten Fitnessgeräte einbauen. Da haben wir den Schießstand. Hier trainieren Gator ihr Reaktionsvermögen. Okay. Dann stellen wir das einmal hier hin. Und dann haben wir die Hantelbank. Hier trainieren Gator ihre Kraft. Gut, das können wir ja dann hier. Da können wir direkt zweimal hinstellen. So, hier brauchen wir auch wieder eine Tür. Und dann müssen wir hier raus das Quartier machen. So, die Soldaten haben sich gemeldet. Kraft ist sehr wichtig. Reaktionsvermögen. Also ich achte hier hauptsächlich jetzt auf Kraft und Reaktionsvermögen. Es haben sich sogar vier Soldaten gemeldet. Okay, zwei davon nehmen wir. So, da ist er ein bisschen besser. Sie auch. Okay, wir nehmen die beiden, die Emma und den Mark. So. Dann müssen wir hier noch warten, dass wir hier noch mal zwei Betten hinstellen können. Ach, diese Kamera. So. Dann können wir hier schon mal ein Bett hinstellen. Und dann hier eins. Und zwei Spinde. So. Ja, Ansonsten mit dem Strom sollten wir mal gucken, dass wir hier bei dem Strom auch noch mal ein bisschen weiterbauen. Ich lasse hier die Baubots einmal hin. Hier sind wir mit einem fertig. Patent. Mit dem Patent ist ja auch schon fertig. Die anderen, die lohnen sich aber nicht so wirklich, weil da haben wir jeweils nur zwei Forschungen, also zwei Theorien. Da müssen wir noch mal schauen. Wir sollen ja jetzt einen Soldaten mit zu dem Einsatz nehmen. Wir haben hier jetzt unsere Soldaten. Hier treibt sich auch noch ein Forscher rum. Ja, genau, weil wir hier den Arzt eingesetzt haben. Hier nehmen wir erstmal die Ärztin wieder raus aus Team 2. Wie sieht das hier bei Team 1 aus? Oh Gott. Die hier steht kurz vor einem Burnout. Team 1 lassen wir mal kurz in Ruhe. Und bei Team 2 ist er hier auch schon wieder gestresst. Wir können jetzt aber auch mal gucken, ob wir vielleicht noch ein drittes Team machen.
mit einem der anderen Teammitglieder. Wie sieht es bei ihr aus? Logik 4, Wissen 5. Beim Charles auch so. Hier Logik 5, Wissen 5. Wir könnten ihn hier auch noch zu einem Teamleader machen, den Oliver. So, dann haben wir hier noch die Jessica. Und ja, wir nehmen hier mal den Oliver raus und machen beim Oliver Team 3. Das machen wir dann gelb. Suchen uns dann auch irgendwie ein Zeichen für ihn aus. Hier, nehmen mal das. Team 3. Team 3. Hier mal stellen. So, da kommt dann der Oliver rein. Er ist der Teamleader. So. Er ist jetzt hier bei Team 3. So, dann sollen wir hier einen Soldaten mitnehmen. Da hätten wir den Mark und die Emma. Da ist jetzt eigentlich egal, wen von den beiden wir mitnehmen. Nehmen wir zuerst mal den Mark mit zu Team 3. Und dann noch einen Forscher, der relativ fit ist. Was ist hier mit der Jessica? Sie ist etwas müde. Er ist müde und hungrig. Dann nehmen wir hier die Camilla mit. Wir nehmen mal hier aus Team 1 die Camilla raus. Packen sie in Team 3 mit rein. So, Team 3. Und dann schicken wir jetzt Team 3 raus ins Weltall. Hier können wir noch zwei Planeten besetzen, die wir schon erforscht haben. Das machen wir auch mal eben. So, was haben wir? Wir haben jetzt hier, wo ungewöhnliche Ereignisse sind. Diese Planeten, die lassen wir erstmal noch außen vor. Wir gehen nur auf welche, die wir erforschen. Und da hätten wir hier ein, oh, empfohlene Stufe des Teams 6, Stufe 5, Stufe 3, Stufe 2, Stufe 2 und Stufe 1. Ja, wir nehmen hier Stufe 1, weil unser Soldat hat ja auch erst Stufe 1. Wir wollen den nicht gleich überfordern. Wir verlinken diesen Planeten und schicken dann Team 3 auf Reise. Hier ist alles in Ordnung, kein Verletzungsrisiko. Dann können die starten. So. Ja, dann haben wir diese Aufgabe auch erledigt. Der Soldat geht jetzt hier mit. Da kommt er. Und da geht er. So, ab durch das Gate mit euch. Rudi. Es hinterlässt bei mir zwar ein ungutes Gefühl, Soldaten mit den Forschern loszuschicken, aber das Komitee hat durchaus einen Punkt. Nicht alles, was uns da draußen erwartet, ist uns freundlich gesinnt. Die Krankenstation wird uns mit Sicherheit noch nützlich sein. Es wäre grob fahrlässig, die Geter aufs Universum loszulassen, ohne sie im Fall der Fälle behandeln zu können. Das Komitee. Weißt du, was unseren wissenschaftlichen Fortschritt weiter vorantreiben würde, als bloß Proben von irgendwelchen Pflanzen unter dem Mikroskop zu untersuchen? Exemplaranalysen. Und damit meine ich Exemplare von echten, lebenden außerirdischen Tieren. Stell dir nur mal vor, was für Theorien deine Forscherinnen entwickeln könnten, wenn sie darauf Zugriff hätten, von lukrativen Patenten ganz zu schweigen. Und nein, uns juckt es kein bisschen, wie niedlich die Tiere sind. Okay. Jetzt haben wir hier eine neue Aufgabe. Ein Exemplar untersuchen. Forschungsprojekt Exemplarstudien. Also müssen wir am Forschungstisch erforschen.
Dann brauchen wir ein Exemplar Sicherheitsbehälter, ein Exemplar Forschung, eine Exemplar Forschungskonsole, ein Exemplar von einem Einsatz mitbringen und ein Exemplar im Labor untersuchen. Okay, dann gucken wir mal, ob wir das mit unseren Forschungspunkten erforschen können. Technologiebaum. Wo erforscht man das denn jetzt? Labor? Ah ja, hier, Exemplarstudien. Mithilfe dieser Technologie können Exemplare außerirdischer Fauna untersucht werden. Wir brauchen allerdings noch mehr Forschungspunkte, die reichen nicht aus. Wir haben hier einen Kosten von 200 und wir haben nur 164. Da müssen wir halt noch ein bisschen warten. Unser Team ist ja gerade unterwegs. Oh, und wir haben unser Gehalt bekommen. Wie sieht das hier jetzt mit den Patenten aus? Wachstumsschübe ist sehr lukrativ. Da warten wir aber noch ein bisschen. Vielleicht bringt ja unser Forschungsteam, was gerade unterwegs ist, etwas mit, damit wir da noch mehr Theorien reinpacken können. So, ansonsten, wie sieht das hier so aus? Genau, wir wollten ja hier noch mehr Energie hinbauen, weil die geht uns auch langsam aus. Also noch mehr Generatoren. So. Wie sieht das mit unseren Patenten aus? Kälteresistenz läuft noch 9 Monate. Da kriegen wir im Moment auch weniger Geld, weil das halt ja so uninteressant ist anscheinend. Aber ich meine, das wirkt sich da jetzt nicht drauf aus. Das ist dasselbe Geld, was wir im vorigen Monat auch bekommen haben. Weil das ja schon vorher, bevor es uninteressant war, entwickelt worden ist. Na gut. Dann kümmern wir uns jetzt erstmal hier nochmal um ein paar Generatoren. Oh, super. Die haben 2 Proben mitgebracht. So, und hier bauen wir jetzt nochmal 3 Generatoren. Sollten erstmal ausreichen. Noch 3 Stück hin. So, dann haben wir wieder... Ja, haben wir wieder ein bisschen mehr Energie hier. So, die sind auch direkt am Erforschen oder am Analysieren. Dann warten wir mal ab, bis die mit diesen beiden Proben fertig sind. So, direkt die nächste, genau. Und dann schauen wir mal, ob wir das mit in das lukrative Patent mit einbauen können, dass sie dafür Theorien erstellen. So. Na? Jetzt ist sie fertig, oder? Ja, okay. So. Wachstumsschübe. Nee, leider nicht. Da haben die nichts mitgebracht. Was wir machen könnten, wäre Strahlungsresistenz. Da haben wir 3 Theorien und eine davon ist selten. Das könnte sich noch lohnen. Ich würde das mal machen. Wir machen hier diese Theorie, die entwickeln wir, weil wir müssen dran denken, dass hier das Komitee nicht mehr lange für uns bezahlt und wir müssen die Gehälter ausgleichen. Jo. Er geht dann auch schon los, der Bin. Die Theorie erforschen. Und wir schauen jetzt mal nochmal unsere Gator durch. Den Auftrag mit den Soldaten können wir erstmal löschen. So, wir könnten Team 1 wieder auf Reise schicken. Er ist jetzt gerade noch dabei, die Patente zu schreiben. Und Team 3 war ja gerade erst unterwegs. Der sollte sich erstmal ausruhen und noch ein bisschen schlafen.
So, die Soldatin, die packt, oder den Soldaten packe ich hier mal raus. So, wie sieht das mit Charles aus? Charles ist in Ordnung. Dann könnten wir jetzt den anderen Soldaten mitnehmen. Hier, die Emma. Die kann jetzt hier mal mit in Team 1. Hier. Und dann schauen wir mal, wo wir euch hinschicken. Diesen Planet können wir auch nochmal besetzen. So, dann ist das hier schon unser Bereich. Was haben wir hier? Hier haben wir auch wieder einen Planet mit empfohlener Stufe 1. Keine Bedrohung. Ja, komm, wir verlinken uns hier mal und schicken hier Team 1 hin. So. Gute Reise. Wie sieht das mit den anderen Teams aus? Bin es, wie gesagt, gerade dabei, ein Patent zu entwickeln. Und Team 3 wollte ich erstmal, genau, der soll sich erstmal ausruhen, damit er hier keinen Stress kriegt. So, okay. Dann warten wir jetzt darauf, dass sich bei Team 1 noch etwas tut. Wir brauchen Forschungspunkte, damit wir hier unsere Exemplarstudien erforschen können. So, auf wen warten wir denn noch? Wer kommt denn hier nicht? Er schläft noch hier. Der Oliver ist doch hier mit im Team drin, ne? Nee, ist er gar nicht. Wir haben die Emma, den Charles und die Julie. Die Emma fehlt noch. Wo ist die Emma? Da kommt sie an. Okay. Die Soldatin. So, ab. Los in Weltraum mit dir. Dein erster Flug. Oder deine erste Reise. Ich weiß nicht, ob ihr fliegt oder wie ihr dahin kommt. So. Dann ist jetzt Team 1 im Einsatz. Wir brauchen noch 10 Forschungspunkte. Ich hoffe, wir kriegen die jetzt hier zusammen. Bist du mit dem Patent fertig? Oh, tatsächlich. Aber die anderen Patente lohnen sich überhaupt nicht. Wir haben jeweils nur eine Theorie und die ist sowieso kälteresistent. Lohnt sich diesen Monat gar nicht. Wie sieht es ansonsten aus? Wir haben jetzt 3 Patente. Das wird sich aber mit dem Einkommen oder mit den Ausgaben immer noch nicht ausgleichen. Wir bezahlen 47.400 Münzen Gehälter und bekommen 17.183 für Patente. Da müssen wir mal schauen, dass wir nicht richtig ins Minus krachen. Team 1 meldet sich. XO, ich glaube, wir haben auf LX434 eine Entdeckung gemacht, die den Lauf der Menschheitsgeschichte verändert hätte. Hätte? Gibt es hier sogar als Auswahlmöglichkeit, aber wir haben hier noch 75% Chance, etwas zu erreichen. Es existiert ein Obst, von dessen Verzehr ein Flügel wachsen oder Homo sapiens kann Lava schlussendlich doch verdauen. Ich mach mal hier. Es ex existiert ein Obst, von dessen Verzehr ein Flügel wachsen. Erfolg? Hahaha, schön wär's, aber nein, das ist es leider nicht. Wir haben auf unserem Erkundungsmarsch eine seltsame Spiegelung in der Ferne wahrgenommen. Als wir näher kamen, befanden wir uns mitten in einem Obstgarten voller apfelbaumähnlicher Gewächse. Agrikultur, was soll daran so revolutionär sein? Ja, aber spiegeln wir uns in unseren Äpfeln? Wie hätten spiegelnde Paradiesfrüchte den Lauf der Welt ändern sollen? Aha, eine exzellente Frage. Wir haben eine Hypothese, aber würden unsere Forschung gerne noch etwas weiter ausdehnen, ehe wir unseren Ruf aufs Spiel setzen. Gut, ich sage mal, untersucht die Bäume und die Früchte. Machen wir und danke. Etwas sagt mir, dass du zufrieden sein wirst. Team 1, Ende. Esst nicht das Obst, Ende.
Gut, die melden sich in 4 Tagen wieder. So lange brauchen die jetzt, um die Bäume und Früchte zu untersuchen. Ja. Was wir eigentlich noch machen könnten, wir könnten hier mal in unserer Krankenstation so einen Beratungstisch aufstellen. Hier führen Ärzte Gespräche mit Gatern und stellen psychische Erkrankung fest. Das könnte eventuell auch nützlich sein. So, stellen wir hier mal hin. Ich drehe den mal so. So. Und dann hier auch direkt Dosierer für Psychopharmaka. Da stellen wir dann auch direkt 2 hin, damit da immer genug zur Verfügung ist. Da. So. Team 1 meldet sich. XO, ich hatte recht. Unsere Entdeckung hätte den Lauf der Menschheitsgeschichte verändert, wenn sie vor 50 Jahren gemacht worden wäre. Erzähl mir mehr. Wir sind auf etwas gestoßen, das die Wasserknappheit auf der Erde hätte besiegen können, wenn wir es rechtzeitig gefunden hätten. Es handelt sich um eine Musa, also eine Art Bananenstaude. Die Früchte sind zum Bersten gefüllt mit frischem Wasser. Eine neue Wasserquelle? Bingo! Sprich weiter. Die Früchte sehen in der Tat aus wie Äpfel, wobei ich sie persönlich eher für überdimensionale Beeren halte. Sie sind mit Trinkwasser gefüllt. Die Schale ist weich und durchsichtig, deshalb spiegelt man sich in den Früchten. Bei überreifem Obst trübt sich das Wasser. Und die Bäume selbst? Wir glauben, die Pflanze saugt mit ihren Wurzeln Wasser aus dem Erdreich und versorgt sich damit nicht nur selbst, sondern lagert es auch in ihren Früchten. Gut, wir haben hier wieder 65% Erfolgschance auf Kraft, auf die Fähigkeit Kraft. Okay, füllt eure Trinkflaschen, es ist Erntezeit. Oh nein, Misserfolg. Erledigt, das Wasser schmeckt unheimlich süß nach Maracuja mit einem Schuss Honig, sehr erfrischend. Ah, eins noch. Ich höre. Mich wundert jetzt die Antwort, weil es ja eigentlich hier ein Misserfolg war. Aber vielleicht ist durch den Misserfolg hier die Müdigkeit gestiegen bei den Teammitgliedern. Das war denen zu anstrengend. Ja, ich höre. Möchte ins Protokoll aufnehmen lassen, wir hätten das Trinkwasser gestohlen. Oh, da fehlt irgendwie ein Absatz vom Satz. Also irgendjemand möchte hier ins Protokoll aufnehmen. Wir hätten das Trinkwasser gestohlen. Ich selbst sehe das anders. Wir haben das Ökosystem möglicherweise ein klein wenig gestört, aber doch kaum eine Spur hinterlassen, falls jemand diese Bäume gepflanzt hat und zu einem späteren Zeitpunkt wiederkommen sollte, ist immer noch mehr als genug Wasser da und auch für durstige Tiere ist hier gesorgt. Ja, sehe ich genauso. Alles klar, XO. Jetzt wissen wir immerhin, wo wir hingehen, wenn die Ozeane austrocknen. Das war ein Witz. Ein ganz mieser Witz. Ah, das Szenario ist gar nicht so unwahrscheinlich. Erkundet den Planeten weiter. Was jetzt? Einsatz beenden. Erkundet den Planeten weiter, aber beendet den Einsatz. Okay. Gut, die sind wieder zurück, haben aber keine Proben mitgebracht. Wir haben jetzt aber genug Forschungspunkte und können jetzt hier im Labor unsere Exemplarstudie vornehmen. Genau, mithilfe dieser Technologie können Exemplare außerirdischer Fauna untersucht werden. Einmal bitte erforschen, wer auch immer sich dafür zur Verfügung stellt. Die Jessica, die macht das. Okay. Gut, bei unseren Leuten, ich nehme hier die... Oh, hier ist wieder jemand nicht in Ordnung. Was hast du? Weißt du noch nicht? Wir beobachten ihn mal. Ach, er liegt hier schon in der Kapsel. Was hast du? Nimm Tabletten. Aber was hast du denn? Sag mir das mal. Schlafmangel. Gut.
Dann weisen wir ihm hier wieder ein Bett zu. Da, bitteschön. Damit du geheilt wirst vom Schlafmangel. Gut, ansonsten können wir hier die Soldaten aus diesem Team einmal rausnehmen. So, der Bin. Er ist gestresst. Jetzt ist er mal gestresst. Naja, aber boah, sein Wissen und seine Logik hat sich schon ordentlich. Also, das ist, glaube ich, der beste Mann hier im ganzen Untergrund. So, die Julie, die muss unbedingt schlafen. Die kommt ja auch gerade da von dem Einsatz wieder. Und dann haben wir hier unser Team 3. Ja, den würde ich jetzt auch ehrlich gesagt mal noch nicht wegschicken. Der ist auch noch etwas müde. Dann warten wir noch ein bisschen. Na gut, also Patente, da brauchen wir auch nicht weiter gucken. Da haben wir nichts. Wir könnten Wachstumsschübe nochmal machen. Schnell, bevor das hier zu Ende ist. So, es sind zwar nur 2 Theorien, aber entwickel das mal. Bin. Ja, er kommt auch schon direkt an. Dass wir das in diesem Monat noch schaffen. Kriegst du das hin? Mal gucken, wie das hier aussieht. Also wenn er jetzt nicht zufällig irgendwie gleich sich ins Bett haut oder zum Essen oder zum Schnacken irgendwo hingeht, sollte das noch in den Monat reinpassen. Na? Komm, komm, komm. Wir brauchen das Patent. Wir brauchen Geld. So. Es wird wahnsinnig knapp. Aber es läuft. Oh nein! Oh, Bin! Komm zurück! Jetzt geht er essen. Na, damit hat sich das erledigt. Das kriegen wir dann nicht mehr hin in diesem Monat. Und mit der Forschung? Ja, die Forschung läuft etwas langsamer. Och, mein Bin! Hättest du jetzt mit dem Essen nicht noch warten können? Komm, geh forschen. Ja, jetzt ist es eh zu spät. Naja, okay. Gut. Strahlungsresistenz ist dann in diesem Monat aktuell. Gucken wir mal eben. Ja. Na gut. Jetzt kommt aber Bin und macht hier sein Patent weiter. Ja, da waren wir leider nicht schnell genug. Bin. Jetzt bist du fertig. Ja. Wachstumsschübe haben wir jetzt. Dann können wir noch mal ganz kurz gucken. Oh, jetzt sind wir auch gerade hier mit dem Forschungsprojekt im Labor fertig geworden. Ja, jetzt haben wir aber schon von 21.901 Münzen Einkommen für Patente. Aber hier laufen auch schon in den nächsten Monaten, also in 8 Monaten, läuft das erste Patent dann auch schon aus. Also wir müssen da auf jeden Fall am Ball bleiben. So. Und jetzt sollen wir hier noch Sicherheitsbehälter und Forschungskonsole für Exemplare hinbauen. Da haben wir einmal hier Exemplarforschungskonsole, dient zur Untersuchung von Exemplaren aus Sicherheitsbehältern, um hohe Forschungspunkte zu verdienen und hochwertige Patenttheorien entwickeln. Gut, da bauen wir eins hin. Hier. Und dann die Exemplarsicherheitsbehälter für ein Exemplar, das ein Forscher von einem Einsatz mitgebracht hat. Gut. Oh Gott, die sind aber groß. Ja, okay, da sollen ja auch ganze Tiere rein, ne? Da stellen wir direkt mal 4 Stück hin. Dann können wir hier auch noch... Hier stellen wir auch noch einen hin. Dann haben wir hier von 4 und da von 4. Strom ist noch in Ordnung. Forschungspunkte haben wir so gut wie gar keine mehr. Ja, und dann müssen wir noch auf Forschungsreise gehen. Da müssen wir gucken, bis unsere Teams soweit ausgeruht sind. Dann können wir nämlich mal schauen, dass wir nicht nur Pflanzenproben mitbringen, sondern Tierexemplare.
Das war heute die Folge mit Exoget-Initiative. Ich hoffe, du hattest Spaß und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.